Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versius Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Solis aus. Habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das ist nicht schlecht. Ruhe, nichts noch. Wie leider zu viel Lando Calrissian immer spielt, dass ich halt mich an den Präzisionsschuss sehr schnell an der Würde, dass er hier schnell da ist. Die Bedürfnisse des Imperiums übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. In den westlichen Gebieten, das wird schon, dass sie halt in den Raum gehen wollen. Zurück an die Arbeit. Wenn sie erschießen wollen, sind wir hinter uns. Es geht los! Lappen Sie rauf! Da sehen Sie nicht durch! Ja. Wir haben schwere Waffen! Ausräuchern, General! Folgen Sie mir bitte. So. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Folge Ihnen. Die AT-ATs sind die Köpfe ein bisschen größer. Ja, leicht, oder? Wobei, ja, vielleicht minimal. Also haben sie schon versucht, die höhere. Toll, ich schwitze. Bitte. Geklemmt, wir kommen nicht rein. Das Fließband starten müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Du hast von Privatsphäre gehört. Aber dafür umso mehr für Steve. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Wir stehlen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabbas Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Der Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Oder das ja, das ist das Hauptterminal. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Sie müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir. So ein Glück.
Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. So soll man ATS nehmen. Verstehe ich bei manchen kann ich nicht. Ich stehe manchmal, ich nehme die Schüssel wieder auf mich, als du stirbst. Aber das ist natürlich absolut Bullshit. Okay. Gehen wir zum Hauptteil und schalten den Strom. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Schwitze in dieser Rüstung wie ein Happerhorn. Fair play. Nee, well play. Okay, ja. Okay. Ihr geht jetzt. Wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Schwitze in dieser Rüstung wie ein Happerhorn. Gib ich die Stierschwelle, die ich gebe. Ordnung, Soldat! Ja, und? Und rüber hier, die lang geht da. Schwer, dass ich zu tanken werde. So, wollen wir was können.
Das war knapp, dachte ich. Welche Knöpfe sagen, dass es aussehen soll? Das da. Wookie-Stuhl ist. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Verpasst den ganzen Spaß. Diese Lava-Pumpen sind genau das Richtige. Alter, mach du etwas. Ein Offizier. Weiter dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Naja, ist also da in der Mitte, oder? Oder ne, hier. Lava-Pumpe bei 200%. Überflutung steht unmittelbar bevor. Problem gelöst. Irgendwie rennen. Tür? Oh, hallo.
Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava? Was ist mit den Waffen? Einen will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später, diese Waffen sind nicht fürs Imperium. Richtig aufstellen, müsste ja. Ich rüberkommen. Ah, der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Nein. Ist schon lustig. Ich hab keine Zeit für sowas. Das sollte reichen. Schwepp, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Ich könnte dich küssen. Achso, da unten. Bei der CSD wichtiger ist der andere. Selbstverständlich. Rutsch rüber, ich werde fahren. Das wird bestimmt lustig. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Uma. Ich war sehr präzise, was Funktionsparameter angeht. Alten? Alten, sind Sie noch da? Du bist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Repariert er nochmal, oder? Tja. Los doch! Tempo kalkulieren!
Kampfläufer nicht fliegen kann, sind wir am Ende. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ah, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Del, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Triff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriv, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. So, das ist mal das Beste. Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Aiden, wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz.